Herzlich willkommen zu unserem CrossFit Bonn Home Workout. Heute bitte 2 bis 3 Sätze von 8 Tempo Goblet Squats. Wir gehen 2 Sekunden runter, halten unten 2 Sekunden und gehen auch 2 Sekunden wieder hoch. Also alles ein bisschen langsamer, um ein Gefühl zu bekommen, wie fühlen sich die Positionen an. Bin ich da geschmeidig, wie ist links und rechts im Vergleich? Dann haben wir 4 Inchworms. Und dann haben wir 6 Cossack Squats. Die Cossack Squats zeigen wir nochmal. Da ist wichtig, möglichst weit euch rüber zu schieben. Ihr merkt das in den Adduktoren, in den Muskeln in eurer Leiste. Genau. Dann 4 pro Seite seated Seat Presses. Und dann 30 Sekunden Thorax-Extension. Ja. Okay. Also ihr lasst euch da von der Schwerkraft im Prinzip nach unten ziehen, dass die Arme schön weit hinter den Kopf, hinter die Ohren kommen. Dann haben wir einen Kraftteil für den Unterkörper. 3 Sätze bitte. 10 pro Seite, Tempo, Split Squats. Nehmt da 2 Kettlebells, genau. Wir gehen 2 Sekunden runter, halten 1 Sekunde unten und dann gehen wir wieder hoch. 1, 2 runter, 1 Sekunde halten und wieder hoch. Super. Dann haben wir 8 pro Seite Lateral Box Step-Ups. Das Schwierige dabei ist, wirklich nur mit dem Bein, was auf der Box ist, zu arbeiten. Dass ihr nicht anfangt, um mit dem Bein vom Boden aus euch vor allem über die Zehenspitzen so ein bisschen hochzudrücken. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber runtergehen, dass ihr das Gefühl habt, ihr kippt so von der Box runter auf euer Standbein auf den Boden. Das ist auch ohne Gewicht sehr schwierig, wenn man es ordentlich ausführt. Dann haben wir 10 Hamstring Wall Walkouts. Okay, auch hier wieder über die Fersen in den Boden drücken, Bauchspannung halten und je weiter ihr rausläuft, desto größer wird die Spannung. Und dann, genau, super. Und dann haben wir als letztes 20 Sekunden pro Seite Single Leg Glute Bridge Hold. Super. Dann haben wir heute wieder unser Conditioning-Teil. 2 Runden von jeweils 2 3-minütigen M-Raps im Wechsel mit 90 Sekunden Pause. In dem ersten 3-minütigen M-Rap haben wir 30 Double Under und 10 Single Arm Devil Press. Also ein Burpee und ein Snatch. Ja. Zweite 3-minütige M-Rap sind 20 Mountain Climber und 10 Single Arm Thruster. Und am Ende noch unsere Challenge. Viel Spaß!